toll, aber. Wer schon hier? Ich bin jetzt hier. Animus übersetze Skal, eine recht lebendige tote Sprache. Anscheinend konnten sich Wikinger und Angelsachsen zu ihrer Zeit noch ansatzweise verständigen, da ihre Sprachen sich ähnelten und noch nicht lange auseinanderentwickelt hatten. Für die englischen Sprachaufnahmen hat sich das Voice-Design-Team linguistische Hilfe geholt, zum Beispiel von der Runologin Maya Beckwall von der Universität Uppsala. Uppsala. Lustiges Wort. Die Texte wurden in drei Versionen geschrieben. Auf Englisch für den Kontext, in der Originalsprache, Latein, Altnordisch, Altenglisch und in Lautschrift, um die Aussprache vorzugeben. Aussprache, ungefähr so. Spannenderweise fiel es allen Isländern und Isländerinnen relativ leicht, Altnordisch zu sprechen. Tja, die bräuchten wahrscheinlich kein Wörterbuch, wenn sie ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern mal treffen würden. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Zurück! Du hast ohne mich mit dem Ausladen begonnen. Schwere Arbeit vor der Hochzeit? Deine Braut wird den Bund nicht mit einem Kuss besiegeln wollen. Wenn du nicht willst, dass ich so sehr schwitze, kannst du mir helfen, die Waren zu unserem Stand zu bringen. Ich gebe dir deine Freiheit und im Gegenzug gibst du mir Befehle? Du hast Glück, dass ich dich nicht mit weiteren Entdeckungsreisen in Versuchung führen kann. Ah, Edgyth würde das nie zulassen. Sie will sich niederlassen und eine Horde goldhaariger Angeln aufziehen. Ich habe nie gewagt zu fragen, was du an ihr findest. Ich weiß, dass viele gute Nordfrauen am Boden zerstört waren, als du deine Verlobung bekannt gabst. Sie brachte mich zu unserem Herrn und Erlöser, Jesus Christus. Ich weiß, das erscheint einigen nicht viel, aber sie denkt auch anders. Jede Unterhaltung ist eine Entdeckung, wo die Bräuche unserer Sippen sich überschneiden und wo sie sich unterscheiden. Ein Treffen von Herz und Verstand also. Ihr seid doppelt gesegnet. Dreifach, Thorstein. Durch deine Freundschaft und unser neues Handelsbündnis. Deine harte Arbeit hat mich zu einem reichen Mann gemacht. Es ist nur gerecht, dass ich mich erkenntlich zeige. Ich muss heute einige Dinge verkaufen, um die Kosten von Tryggs Hochzeitsgeschenk zu decken. Willkommen in Jofurvik. Ich habe feine Wolle von jenseits des Meeres, Met und Honig aus den Landen im Süden und warme Winterfelle von den nördlichen Stämmen. Einen guten Tag. Ich bin aus dem Kalifat hergereist, um Geschenke für die Hochzeit meiner Tochter zu finden. Ich brauche 16 Ellen Wolle, den Pelz eines großen Bären und 3 Töpfe Sommerhonig. Ich habe gehört, deine Preise seien anständig. Deine Ohren haben dich nicht getrogen. Lass mich alles zusammenrechnen. Für all diese Waren verlange ich lediglich 2 Unzen Gold.
Nicht gerade billig, aber man sagte mir, du verkaufst nur Waren von höchster Güte. Na schön, ich zahle deinen Preis. Ich hoffe, du schickst auch andere zu mir. Dir einen guten Tag, Herr. Wir suchen Spenden, um den Armen und Kranken zu helfen. Hast du irgendetwas, das du geben kannst? Ein durchaus edler Zweck. Lass mich überlegen. Ich kann dir etwas Met und Fleisch geben, um leere Bäuche zu füllen. Aber ich fürchte, mehr kann ich nicht tun. Jede Spende ist gern gesehen, Bruder. Der Herr beschenkt jene, die freudig geben. Björn, viele Monate sind vergangen. Wie läuft der Handel im Norden? Nicht gut. Die Pikten sind wilde. Die Angeln sind kaum besser. Sie alle wollen etwas für nichts, ohne einen Deut nachzugeben. Das liegt in der Natur des Gewerbes, mein Freund. Etwas zu finden, mit dem alle glücklich sind. Vor allem nicht, wenn ich Gudrum Geld schulde. Kann ich auf dich zählen, Thorstein? Wenn seine Männer mich holen kommen, wirst du mir zur Seite stehen? Nimm die Gewandnadeln dort vom Regal und verkaufe sie auf dem Markt. Sie werden mit wenig Mühe einen guten Preis einbringen. Bestimmt genug, um Gudrum bei Laune zu halten, während ich Käufer für meine anderen Waren suche. Du hast mich wieder einmal gerettet, Bruder. Danke. Sei gegrüßt. Ich möchte einen Runenstein in Auftrag geben, um vieler Jahre des Glücks und Erfolgs mit meinem Weib zu gedenken. Eine gute Idee. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das habe ich befürchtet. Zeig sie mir. Zuerst musst du die Art des Steins wählen. Granit, bitte. Eine solide Entscheidung. Er wird der Witterung über viele Jahrzehnte standhalten. Ist das die Art Stein, die du willst? Ja, sehr gut. Dann machen wir weiter. Nun musst du dich entscheiden, was auf dem Runenstein stehen soll. Liebe mich. Ich liebe dich, Gunhilda. Küss mich. Ich kenne dich gut. Eine Liebeserklärung für die Ewigkeit. Ist das die Inschrift, die du willst? Ja. Ich beginne sogleich mit der Arbeit. Deine Gattin wird sicher zufrieden mit dem Ergebnis sein. Nun musst du nur noch einmal bestätigen, dass ich diesen Entwurf für dich umsetzen soll. Gerne. Das sieht nach einem schön gehauenen Runenstein aus. Das ist er. Groß und stolz verkündet ein Runenstein deine Worte der Welt. Über Zeitalter hinweg. Er ist ein Zeichen von Stärke, Wohlstand und Erinnerung. Willst du einen Runenstein für deine Frau? Ein guter, starker Runenstein wird bald der deine sein. Ich bin sicher, deine Gattin wird sich über das Ergebnis freuen. Dann haben wir alles. Paulin.
Nun, du bist pünktlich und anscheinend hast du dich auch gewaschen. Beides bewundernswerte Eigenschaften bei einem Ehemann. Ich versuche, einem gewissen Anspruch gerecht zu werden. Die wahre Kunst ist es, den Anspruch Jahr um Jahr ein bisschen zu senken. Ist das wirklich dein Rat zu Beginn einer Ehe? Nein, mein Freund. Das ist mein Rat, um sie zu beenden. Wenn die Fäden sich so verwirren, musst du etwas spazieren gehen, um deinen Kopf abzukühlen. Eine falsche Bewegung und du musst den ganzen Stoff auftrennen. Leichter gesagt als getan. Ich schwöre dir, an manchen Tagen hat das Schiffchen seinen eigenen Willen. Das sind die Tage, an denen du dich am meisten ausruhen solltest. Wenn du mit klarem Kopf zurückkommst, ist auch das Schiffchen nicht so widerspenstig. Vater Elric, Trück nahm mich letzte Woche zu einer dieser Christenversammlungen mit. Ich habe kein Wort verstanden, aber deine Hingabe war ergreifend. Du ehrst mich, Thorstein. Lob von dem Händler mit der Silberzunge sagt viel über meinen Erfolg bei der Übermittlung von Gottes Ruhm aus. Für diese Aufgabe bist du überaus geeignet. Ich tue mein Bestes. Welch ein Anblick sich mir da bietet. Aber meine Frau hatte mit dir auch eine sehr gute Leinwand. Thorstein, stets der Schmeichler. Weißt du denn nicht, dass ich bald eine verheiratete Frau bin? Deswegen muss ich ja auch jetzt all meine Komplimente anbringen, ehe du so verhärmt bist wie Gunhilda. Eines Tages wird sie deine Scherze nicht mehr verzeihen. Dann hoffe ich, dass sich an jenem Tag die Götter selbst einmischen. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier zusammengekommen, um der Verschmelzung der Brauchtümer von Nordhümbre und Nordwege beizuwohnen, da nun Trück und Edgüt ihr neues gemeinsames Leben beginnen. Hier liegen Edgüts Mutter und Vater begraben. Mögen sie diesem heiligen Bund ihren Segen geben, derweil sie von Gottes Schoß auf uns herabblicken. Die Liebe ist geduldig und gütig. Sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Trück, nimmst du Edgüt zum Weib hier im Angesicht unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus? Ja. Edgüt, nimmst du Trück zum Mann mit dem Allmächtigen und den Seelen deiner Eltern als Zeugen? Ja. Dann möge kein Mensch trennen, was Gott zusammengefügt hat. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge Freya euch mit vielen Kindern segnen und Thor euch vor den Stürmen des Lebens bewahren. Hab Dank, meine Freunde. Ich freue mich so für Sie. Mit etwas Glück wird Ihre Ehe so lang und glücklich sein wie die unsere. Da wäre ich mir nicht so sicher. In Koparigata gibt es einen neuen Bäcker, der mir wohl ins Auge gefallen ist. Dann sollte ich wohl besser lernen zu backen. Thorstein, ich habe überall gesucht. Ich sagte, du würdest für mich bürgen, aber sie wollen das Geld sofort. Ganz langsam, Björn. Wir reden gemeinsam mit ihnen. Ich fürchte, sie wollen mehr als nur reden, Bruder. Mein Mann und ich sind auf dem Heimweg. Das wird nicht lang dauern, versprochen. Halte deinen köstlichen Eintopf warm und ich bin zurück, ehe du die Schüsseln bereitstellen kannst. Wenn du ihn vor Mondaufgang nicht zurückbringst, komme ich dich suchen. Und dir wird nicht gefallen, was dann passiert. Bitte, Thorstein, rasch! Halte das Herdfeuer warm für mich, Liebling. Exakt na Kaulfs, weißt du? Han war svauflin. Och noch tecken. Nu blot han skaff gott rekn i år. Du verwöhnst ihn, Liebster.
Er ist ein Mann, kein verirrtes Kind. Sklaven reden, Gunhilda. Wenn er zu seiner Familie zurückkehrt und sagt, wir hätten ihn misshandelt, fordern sie mich vielleicht zum Zweikampf. Keine Zweikämpfe, bis du besser mit dem Schwert umgehen kannst. Wo bist du? Thorstein? Thorstein, warte! Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Thorstein! Wo bist du? Lass mich dir helfen! Thorstein ist verschwunden und Gunhilda trauert. Die Tage werden zu Jahren, aber sie hat immer nur das eine Ziel, dem Schicksal ihres Mannes nachzugehen und ihn, falls nötig, zu rächen.